Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin. Und Sie wissen, hier stelle ich Ihnen immer interessante Frauen und Männer vor, die in Berlin eine wichtige Aufgabe innehaben. Und heute will ich reden mit dem neuen Chef von Berlin Partner, Dr. Stefan Franzke. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Wie lange sind Sie jetzt der neue Boss? Seit dem 1. Juli. Und macht es noch Spaß? Aber hervorragend, macht jeden Tag mehr Spaß. Ja, wenn man sich so sieht, dann denkt man, ja, so nach dem Motto, Mann, ich gehe nie wieder weg hier. So ist der Plan und die ersten 4,5 Monate erfüllen das auch. Was macht denn Berlin Partner überhaupt genau? Es gibt Visit Berlin, die sind für Tourismus zuständig und Sie sollen die Unternehmen herholen, die hier nicht mehr sind, richtig? Ganz genau. Und dann lachen Sie immer noch so fröhlich. Ja, bei Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie, wie es seit der Fusion seit einem Jahr heißt, machen wir drei Sachen. Wir sorgen für Wachstum, Wachstum, Wachstum in der Stadt. Also in der Tat geht es darum, den Wirtschaftsstandort Berlin weiter nach vorne zu bringen. Und das machen wir mit 4 Themen. Das eine Thema ist das Hauptstadtmarketing, wo wir international Berlin vermarkten und darstellen. Das klingt so einfach. Wie machen Sie denn das? Sind Sie die ganze Zeit in der Welt unterwegs und zeigen da PowerPoint und Videos, Mauerfall? Ja, auch ich meine, jetzt gerade das letzte Wochenende mit dem 25. Jubiläum, das war natürlich ganz fantastisch. Und auch da waren 25 Berlin-Partner Ballonpate, selbstverständlich. Und auch da haben wir in der Stadt geguckt bei der Unternehmerschaft, die damals dabei war, aber die auch jetzt neu sich gegründet haben in der Start-up-Szene. Welche Geschichten haben sie zu erzählen? Und haben von 180 Geschichten 25 ausgewählt. Aber wie machen wir das ganz konkret? Im Ausland, gerade jetzt, sind die Kollegen in Istanbul, um die 20 Jahre Städtepartnerschaft Berlin und Istanbul zu feiern und natürlich auch neben kulturellen Angebot auch darauf aufmerksam zu machen, dass man ganz fantastisch hier in Berlin arbeiten und leben kann. 14 Tage später sind wir in Tokio und feiern das 25-jährige Jubiläum. Ja, ich merke schon, Städtepartnerschaften zahlen sich aus, zumindest was das Reisen angeht. Ja, die zahlen sich insofern aus, als dass Berlin mit Besuch, nicht nur Besuchern, sondern auch mit Berlinern, die hier wohnen, aus 180 Nationen, absolut international ist. Und gerade mit Japan, aber auch in der Türkei gibt es natürlich einen regen Austausch im Außenhandel und Export. Und da wollen wir natürlich aufsetzen. Aber das ist auch nur eine von drei Facetten, die wir bei Berlin Partner haben. Aber Sie haben die drei ja schon genannt. Wachstum, erstens, zweitens Wachstum, drittens Wachstum. Genau. Und womit? Ja? Die Makler sagen immer Lage, Lage, Lage. Lage. Ja. Und womit machen wir das? Das eine ist natürlich, dass wir die etablierten Unternehmen in Berlin helfen, weiter zu wachsen oder neue Standorte zu suchen. Wir sind beispielsweise, gerade in dieser Woche haben wir eine Verlagerung der Firma Atos, zweitgrößter Dienstleister im IT-Bereich der Stadt mit 1000 Beschäftigten gefeiert. Die sind nach Adlershof gegangen, haben sich die Standorte natürlich angeguckt. Kann man, wenn man Standorte konzentriert, nicht noch woanders hin? Wir sind sehr froh, dass wir sie in Berlin weiterhin begrüßen dürfen als zweite Komponente, also das Key Account Management und die Betreuung Berliner Unternehmen. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Bei der Standortfrage frage ich mich immer, haben wir überhaupt genug Fläche in Berlin? Das sagen alle, haben wir. Ja? Tempelhof ist ja nun weggefallen, ja? Kann man nicht machen. Und dann frage ich mich immer dabei, kommen denn auch die richtigen Unternehmen? Das heißt, die viele Leute beschäftigen wollen, nicht nur kleine Start-ups, wo einer kommt und sagt, ich habe eine Idee und jetzt brauche ich 100 Quadratmeter. Das machen sie auch, nicht? Ja, also wobei typischerweise, ich schmunzel ein wenig, weil der Startup mit einem Mitarbeiter dann meistens mehr 2 Quadratmeter braucht als die 100 Quadratmeter. Ja, ich wollte das auch eher ironisch sagen und also, Ihre Antwort quasi herausfordern. Ja, ist Ihnen gelungen. Also es ist so, was die Flächen angeht, hat Berlin wirklich eine einzigartige Chance. Weil wir, wenn man allein die Lagen im Innenstadtring, also in der inneren S-Bahn-Zirkel sich anguckt, einfach Flächen zur Verfügung stehen. Aber seien wir ehrlich, auch in Berlin werden Flächen knapp. Wir gucken eigentlich mit drei verschiedenen Perspektiven auf die Flächen. Die einen gucken auf die Flächen, um Subkultur, also
um kulturelle Themen in der Fläche zu haben. Das ist ja auch, glaube ich, das, was nach aber dem Fall der Mauer... Die wollen doch auch meistens unter die Erde mit ihren Kellern, oder? Ja, nee, aber die wollen beispielsweise Leerstände, wenn wir das mal so nehmen und Ateliers herausmachen. Mhm. Dann gibt es natürlich bei einer wachsenden Stadt, wir wachsen ja jedes Jahr um 50.000 Einwohner. Einzige Stadt Deutschlands. Wollen wir auch mal festhalten. Brauchen wir Wohnraum? Das ist natürlich ein Thema. Der Wohnraum soll ja auch nicht nur in den Außenbezirken sein. Und ich als Wirtschaftsförderer gucke natürlich darauf, wie kriegen wir Industrie dorthin. Und da bleiben wir mal. Das ist ja der Hauptpunkt. Es ist ja ganz schön, wenn 40.000 Leute kommen, aber die brauchen nur 2 Quadratmeter. Na, übertreibe ich wieder ein bisschen oder untertreibe ich wieder, ist auch egal. Aber was uns fehlt, sind richtige Industrieunternehmen und die kommen nicht. Ich glaube schon, dass die Industrieunternehmen kommen. Ich werde Ihnen auch ein paar Beispiele nennen können. Ich glaube, wie man das vielleicht früher nach der Wiedervereinigung gesehen hat, dass man dachte, Berlin ist so attraktiv, da kommen die ganzen DAX-Unternehmen und produzieren auch hier. Von selbst. Von selbst. Also ich glaube, von dieser Geschichte hat man sich auch schon längst verabschiedet. Das ist nicht mehr der Fall. Es ist allerdings so, dass moderne Produktion ja fast wie im Rheinraum aussieht, wenn man sich das anschaut. Und wir sorgen, oder unser Augenmerk ist, dass wir Industrie ansiedeln, die in Zukunft groß wird. Und wir haben im Moment, sind wir ganz stolz, dass wir 1 von 6 Entwicklungszentren von Cisco in die Stadt gezogen haben. Cisco ist ein großes Computerunternehmen, Software. Ja, die sorgen, so kann man generell sagen, sind die Klempner des Internets. Also die sorgen dafür, dass tatsächlich das, was man im Internet an seinem Bildschirm sieht, und abfragt, tatsächlich auch zu den Servern in der Welt kommt und dann auch wieder beantwortet wird. Und es ist ganz wichtig, dass so ein Brand, so eine Weltmarke hier nach Berlin kommt. Und das zieht auch andere Unternehmen an. Und da haben wir gute Kooperationen, die wir mit etablierten Unternehmen machen. Nachfragen, wie läuft denn sowas? Das Unternehmen sitzt wo? Silicon Valley, nehme ich mal an, gegründet, groß geworden. Millionen, Milliarden gemacht und jetzt wollen die irgendwo hin in der Welt. Da konkurrieren sie mit China, mit Irland, mit Rumänien, mit Dubai, weiß nicht mit wem alles. Wie läuft denn so ein Kontakt ab, wenn sie da hinfahren? Melden die sich erst bei Ihnen und sagen, schicken Sie mal Unterlagen, wir brauchen eine Fläche X. Habt ihr das und was kostet das? Also geht das so einfach los? Also diese Ansiedlungen sind ganz, ganz selten, dass wir tatsächlich gefragt werden, hier gibt uns doch mal Standarddaten. Bei uns ist es so, das ist ein Thema, was wir in der Firma haben, wir haben das Clustermanagement, zum Beispiel das Thema Information und Kommunikation. Und die Kollegen dort sind sehr verzahnt in diesem Bereich weltweit mit den wichtigen prägenden Unternehmen und Akteuren und Wissenschaftlern. Und da ist es so, dass Cisco auf unserer, ich möchte mal sagen, Abschussliste stand, also auf unserer Targetlist von einem Unternehmen, was wir gerne für Berlin gewinnen wollten. Und wir haben schon vor 2 Jahren angefangen zu schauen, wer hat eigentlich Kontakt mit dem Unternehmen und haben auch geguckt, haben wir den besten Kontakt oder haben andere Unternehmerinnen und Unternehmer in Berlin in Kontakt oder auch die Politik, haben darüber dann die Ansprache gemacht. Sind genau in einen Prozess reingekommen, als Cisco überlegte, 6-mal weltweit ein Entwicklungszentrum zu etablieren für das Internet der Dinge. Und wir mussten erstmal für Deutschland pitchen. Also erstmal war tatsächlich die Frage, will Cisco nach Europa? Pitchen ist auch so ein schönes das Wort. Haben Sie das verstanden, was Pitchen ist? Wir übersetzen das mal. Pitchen ist letztendlich eigentlich der Wettbewerb, wenn man mit Konkurrenten um einen Kunden sich bewirbt und eigentlich das beste Angebot dann präsentieren kann und halt die besten Argumente dann auch darlegen kann, die zielgerichtet sind. Das heißt, die Kernaussage ist dabei, Sie warten nicht, dass jemand kommt, so lange Däumchen und sagen, oh, muss doch jetzt um einen Gottes anrufen. Um Gottes Willen, das wäre ganz schlimm. Sondern Sie gucken in der ganzen Welt quasi so Geheimdienstarbeit vorher, wer will denn sich vergrößern, das wäre doch was für Berlin. Und dann sagen Sie, Junge, komm doch nach Berlin. Genau. Das heißt, Sie müssen ziemlich... Die Ohren aufmachen. Die Ohren müssen offen sein, die Kreativität muss da sein. Wir müssen wissen, wie die Unternehmer und Unternehmerinnen denken. Das haben wir bei Cisco also wie auch sie gewusst. Ticken und dann wie pitchen sie. Ja, in der Tat ist es so. Und bevor wir
sozusagen pitchen können, ja, brauchen wir noch die gezielte Ansprache. Also müssen wir sie abholen, wir müssen auf uns aufmerksam machen. Und dafür brauchen wir die richtigen Zugänge. Und tatsächlich ist es so, dass wir natürlich auch schauen, welche Unternehmen passen zu Berlin. Und zu Berlin passen natürlich internationale Unternehmen. Passen doch alle. Ja, ich glaube, es gibt ein paar Unternehmen beispielsweise, die wirklich im Consumer-Produkt, Massenprodukte herstellen. Die wird welche da sind, darüber reden wir gleich. Und pitchen habe ich jetzt auch gelernt. Das habe ich immer gedacht, was heißt denn das, was die machen? Ich finde, das ist eine tolle Geschichte und ein toller Job, den Stefan Franz gemacht für Berlin. Ja, herauszufinden, wer will nach Berlin und dann einen Fisch fangen, so richtig die Angel auswerfen. Ne? Ja, das begeistert mich. Und der Job macht Ihnen auch Spaß. 4 Monate sind Sie dabei. Nach der Pause reden wir weiter, was Stefan Franzke noch so macht. Er ist der neue Chef von Berlin-Partner. Standortförderung heißt das ganz offiziell. Sprich, Berlin wieder zur großen wirtschaftlichen Metropole machen. Das ist sein Job. Bis gleich.